Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Spätestens seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle ist klar, dass viele Maßnahmen, die ergriffen worden sind, grundrechtsrelevante Maßnahmen, nicht auf wissenschaftlicher Evidenz basierten. Und deshalb wird ja auch viel über eine notwendige Aufarbeitung geredet. Einige fordern einen Bürgerrat, andere eine Enquetekommission. Wir sind der Meinung, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Und viele Maßnahmen waren in der Tat auch inhuman. Ich erinnere an die Verstorbenen, die ein absolutes Besuchsverbot hatten in den Pflege- und Altenheimen. Auf meine Anfrage, wie viele der über 300.000 in dieser Zeit Verstorbenen sich nicht mehr verabschieden konnten, konnte die Bundesregierung keine Antwort geben. Auch das gehört zur Abwägung und muss aufgearbeitet werden. Ich halte es auch für richtig, dass Bußgelder aufgrund von willkürlichen Maßnahmen zurückgezahlt werden. Es gibt ein Beispiel in Slowenien. Dieses kleine, sympathische Land hat alle Bußgelder und alle Strafen zurückgezahlt. 62.000 Verfahren aus dem Zeitraum zwischen März 2020 und Mai 2022. Und die Justizministerin Sloweniens, eine sozialdemokratische Justizministerin, sagte in der Parlamentsdebatte, damit werde das Unrecht wieder gut gemacht, das den Bürgern, Zitat, durch den Missbrauch des Strafrechts sowie durch verfassungswidrige und übermäßige Eingriffe in die Menschenrechte angetan worden. Und weiter, Zitat, möge dies eine Lehre für uns alle sein, damit so etwas nie wieder passiert. Das sagt eine linksliberale Regierung, nachdem Rechtskonservative genau diese Maßnahmen vorher gemacht haben. Es ist keine Frage zwischen links und rechts. Es ist eine Frage von Recht und Unrecht. Und folgen Sie bitte diesem Beispiel Sloweniens. Vielen Dank. Und jetzt erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete Thomas Seitz.